Besondere an Ehrenfeld ein Körper heute im Bürgerzentrum ist, dass es getragen ist von ganz vielen Gruppen aus und Initiativen aus dem Stadtteil, die sich eingebracht haben. Also von der Seniorentanzgruppe über eine Tanzschule hinüber zu ganz vielen Vereinen und Initiativen, die wir heute hier zusammengebunden bekommen und zeigen, dass Ehrenfeld tatsächlich einfach bunt und vielfältig ist und es nicht einfach nur ein Festival ist, wo man als Nutzer irgendwie konsumiert, sondern eingebunden ist zum Mitmachen. Toll, dass halt hier so viele Kinder sind und die auch vieles Neues kennenlernen dürfen. Auch alles umsonst, also finde ich toll. Man sieht die Institutionen manchmal nicht so wirklich. Es gibt so ein breit gefächertes Programm und da weiß man nicht, wer steht dahinter. Wenn die sich aber persönlich vorstellen und sagen, das machen wir, ja, dann kriegen wir einfach mehr Interesse für die Organisationen, die ganz viel Positives anbieten und das ja auch kostenlos. Unser Haus arbeitet seit Jahren inklusiv für Menschen mit und ohne Behinderung. Da ist Sommerblut das perfekte Kulturfest für gewesen, um zu sagen, wir probieren das mal aus. Die bieten immer sehr viel an, finde ich, und das ist eine sehr schöne Sache. Es ist doch sehr verbindend, also so, finde ich.